Hallöchen, und jetzt mal, und jetzt kommt ein Video zum Thema, wie wird man erfolgreich auf YouTube, weil, naja, ich habe da eine, meine Geschichte war ja auch am Anfang ziemlich traurig, man hat mich nicht gekannt, und dann ging es bergauf. Jedenfalls diesen ganzen Blabla, müssen wir das machen, vergesst das, das funktioniert nicht, da werdet ihr nicht berühmt auf YouTube. Es gibt eigentlich nur eine Regel, die man befolgen muss, um auf YouTube erfolgreich zu werden. Und das ist die persönliche Note. Dass man entweder sein eigenes Gesicht zeigen muss oder seine eigene Stimme. Das ist das Allerwichtigste. Da diese Sache ist im Grunde genommen das Herzstück dessen, dass man auf YouTube einen Bekanntheitsgrad erreicht. Ich weiß, wovon ich rede. Nachdem ich geredet habe, hat das dann positive Konsequenzen für mich gehabt. Bis dato, ich nur Videoschnitt betrieben habe, lief das nicht so gut. Deswegen sage ich, eines der wichtigsten Dinge, um auf YouTube eine gewisse Anhängerschaft zu bekommen, einen größeren Kreis zu berühren, außer für drei Leute, ist seine eigene Stimme und oder sein eigenes Gesicht zeigen. Das ist eigentlich das Zentrum. Eigentlich müsste ich jetzt nicht nur weitersprechen, weil das ist das primäre Mittel, um erfolgreich zu sein auf YouTube. Was kann man noch sagen? So, was auf jeden Fall auch sehr interessant ist, das ist mir aufgefallen bei Funk Royal, ist ja Let's Player. Und Let's Plays, manche Let's Player haben ihre Nische und haben ihren kleinen Preis von Leuten, die halt Let's Plays schon. So, der Unterschied bei Funk Royal ist, er hat über 30.000 Abonnenten. Jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen, wie geht das? Das ist ganz einfach bei ihm. Er hat eine verdammt emotionale Art und Weise an sich. Das heißt, er ist nicht keine eindimensionale Person, der stur und simpel Let's Plays macht. Nein, das ist ein Feuerwerk der Gefühle bei ihm. Seht euch Amnesia an. Das war, boah. Das hat mich folgenden Vorteil. Dass ihn auch Leute schauen, die sonst nicht Let's Plays schauen, aber durch die emotionale Grundierung mit ihm mitfiebern können, wenn sie selber ängstlich sind bei gruseligen Spielen. Eine zusätzliche Methode, um auf YouTube bekannter zu werden, wenn man nicht eindimensional ist, sondern, sagen wir mal, multifunktional wirken kann. Also wenn man nicht stur irgendwas macht, sondern auf verschiedene Art und Weise, wenn man auf verschiedene Emotionen zeigt, ehrlich ist, verschiedene Themen anspricht. Man muss halt einen großen Zuschauerkreis ansprechen. Das ist schon mal ganz wichtig dabei. Anderes Beispiel ist zum Beispiel auch unser guter alter Holly. Er hat zum Beispiel auch, bei ihm ist es, er ist eine ziemlich komplexe Figur zum beispielsweise, ist mir mal aufgefallen. Er hat nicht nur, also er macht Let's Plays, erstens das. Zweitens, er macht die Let's Plays auf eine sehr emotionale Art und Weise. Also er ist kein abgebrühter Let's Player, sondern er schreit, nee, schreien jetzt nicht, aber er regt sich auf. Er wird nervös bei einigen Stellen. Er wird unsicher bei einigen Sachen. Das sind alles so, das macht die Figur viel komplexer. Also spricht noch mehr Leute an. Man wird auch glaubwürdiger dadurch. Nicht nur das, dass er das witzig macht und Let's Plays macht. Nein, er kann auch sehr gut mit seiner Stimme umgehen. Er hat den Age, den Olli und den Holly. Das sind die drei Figuren, die er abwechselnd mit seiner Stimme, sagen wir mal, als Figur noch mit hineinbringt. Mehr erklärt. Guckt euch das an, ich erkläre es nicht weiter. Das ist schon mal ein Vorteil, wenn man multikomplex ist, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob multikomplex doppelt gemoppelt ist, aber ja. Bei Julian ist das auch so, dass er als YouTuber mehrere Methoden anwendet. Also er hat seine Stimme, das ist schon mal ganz wichtig, weil er sie wirklich explizit anwenden kann. Des Weiteren die Themen, die er anspricht. Gesellschaftlich schwerwiegende Themen, YouTube-Themen, die manchen echt auf die Eier gehen. Dann hat Julian noch die Methode der direkten Ansprache, Sarkasmus, Zynismus, Ironie. Ich weiß gar nicht, ob bei alles da jetzt bei ihm mitspielt, aber kann sein. Ja, da hätte ich auch jetzt ein Bild von Julian nehmen sollen, nicht wahr? Ist das nicht wieder mal Fehl? Boah, du hast voll die Scheißfrisur, rasier dich mal und deine Klamotten sind von Aldi. Ho!
Ja, das erinnert mich an 0Tech0Channel, an dieses Interview, aber egal. Des Weiteren hat er dann noch eine, ich bin unfassbar, Art und Weise, eine gewisse emotionale Unterkühltheit, also, dass man ihn nicht so einfach berühren kann. Und er spricht halt verschiedene Altersgruppen und Interessensgruppen an, von Jugendlichen, die rebellieren wollen, von Rappern, von... Egal. Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass man halt, wenn man auf YouTube erfolgreich sein möchte, sollte man bei der Vermittlung seiner Inhalte viele verschiedene Methoden anwenden. Man sollte auch viele Themen ansprechen, soweit es geht. Man muss ja nicht alles ansprechen. Ja, man sollte halt nicht eindimensional sein als Person. Man sollte als Person viele verschiedene Facetten haben, denn diese verschiedenen Facetten, die man in der Persönlichkeit hat, spiegeln sich doch auch an einem großen, breit gefächerten, komplexen, vielschichtigen Publikum wieder. Und das soll es jetzt gewesen sein, aber besser kriege ich das eh nicht hin.